Na, dann hoffen wir mal, dass sie sich bald bewegt. Erfahrung kann trainiert werden. Gut. So, jetzt kommt das Große, die Goldschmiede. Wait, die passt genau dazwischen. Perfekt. Ja? Ja. So. Ja. Jetzt versorg mal das Lager ein bisschen. Ihr baut jetzt die Werkzeugschmiede auf, ist okay. Hier tut sich ja zum Glück nichts. So kann es trainiert werden. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt, also wieder Jäger. So, sobald wir die Goldproduktion am Laufen haben, kümmern wir uns hier drüben um Schäfchen. Na gut, von der Kaserne nach hier ist es nicht so weit. Dass die Farmer so oft trainiert werden können. Finde ich krass. So, du bist Werkzeugschmiede und wartest auf deine Werkzeugschmiede. Ja, du bringst Geschirr, Werkzeugschmiede ist fertig. So, machen wir erstmal neue Möbel. Und du bist so weit weg vom Schuss. So, jetzt wird hier endlich Nahrung hergestellt. Okay, weißt du was, mach noch mal 5 Stück. Jetzt kannst du wieder Holz fällen. Fünf Ölfläschchen vielleicht hier noch.
Ja, läuft alles gut gerade. Vielleicht immer vor in der Mission, dass die Feinde eigentlich passiv sind. Also nicht von sich aus angreifen, außer wie gesagt in der einen einzigen Mission da. Das war, glaube ich, die dritte Mission, ja. Voltland. Wo da ein Indianerstamm immer regelmäßig den Wachturm angegriffen hat. Aber seitdem ist alles relativ friedlich. Außer in der einen Mission halt, wo uns die Nachos in den Rücken gefallen sind. Gott, dieser Name, ey. Jo, Nahrung wird gut hergestellt. Und hier sind wir auch bald fertig mit dem Bauen. So, das heißt, wir brauchen bald wirklich nur noch eine Kaserne und ein paar Straßen wären dann nicht schlecht. Und wir haben keine Holzwerkzeuge mehr, was nicht so wild ist, weil wir stellen jetzt Eisenwerkzeuge her. Die eh effektiver sind. Also können wir die Werkzeugschreinerei einreißen. Dann kann er nämlich einfach erstmal das Holz direkt vor seiner Haustür einsammeln. Und ja, vielleicht können wir das Leder hier verwenden. Um ein Holzfällerzelt zu bauen. Holzfällerzelt, ich finde mal wieder nicht. Können wir gerade nicht. So, Goldproduktion geht los. Ja, ja. Ja, so, dahin mal mit euch beiden. Und du, sobald du ausgeschlafen hast und alles, wird's Zeit. Dich zum neuen Goldsammler auszubilden. So. Als wäre der Zelt.
Ja, die Goldmine steht schon lange leer. Sven ist hungrig. Ist okay. Schäferhütte. Und zwei Familienhaus. Schusterei steht schon lange leer. Wir haben aber noch genug Schuhe. Wir hätten aber auch mittlerweile genug Leder. Ja. Ah, du ja. In die Schule. Ja. 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 Dass du Goldsammler wirst. Also Goldsucher. Ich habe es nicht. Ah ja, sie haben das Leder da genommen. Gut. So. Ja. Du holst dir jetzt Eisenwerkzeug. Wird es kalt? Auch gut. Arbeitsplatz Schule? Stopp. Eine Wohnung zuweisen? Jo. Jo. Bist erfahren und kannst trainiert werden, ist gut. Ja, Möbelwerkstatt steht schon eine Weile leer, ist aber halb so wild. Wir haben genug Möbel. Und so wie es aussieht, klappt es auch langsam mit der Eisenwerkzeugsversorgung. Das können wir uns leider nicht ansehen, oder? Nein, nur Arbeitslose. Ja, du bist obdachlos. Wie gerne ich in dem Teil schon Katapulte hätte. Und ja, die gibt's in dem Spiel, in Teil 2. So, das heißt, das Einzige, was noch fehlt, ist eine Kaserne. Wir passen im Zweifamilienhaus. Ja, und natürlich noch die
Waffenschmiede und so.